25 Tage Familienspaß mit den geliebten Klassikern und vielen neuen Erlebnissen. Im Olympiapark gibt es nach 3 Jahren heuer endlich wieder das Sommerfestival. Das Highlight für alle Münchner Familien, die den Sommer in der Stadt verbringen. Fahrgeschäfte, Buden, Gastrostandl. Es gibt ein eigenes Kinderprogramm, einen Flohmarkt im Olympiastadion und vieles mehr. Wir haben ganz neues Konzept ein bisschen. Wir haben 4 Themenwochenende, Flower Power. Dann kommt tatsächlich das Bayern-Wochenende mit viel Tradition und einem Dackel-Day. Dann werden wir noch ein Do-It-Yourself-Wochenende haben. Da gibt es vieles, was man einfach selber basteln kann. Und das Letzte tatsächlich nochmal in Bewegung kommen, also von Yogakursen, Subkursen, alles Mögliche dabei. Unterdessen hat der Stadtrat nach langem Tauziehen die Sanierung des Olympiastadions beschlossen. Heuer im Herbst beginnen die Bauarbeiten. Von Herbst 2025 bis Anfang 2027 bleibt das Stadion dann geschlossen. Und im Mai 2027 soll es wieder in neuem Glanz erstrahlen. Ja, es ist natürlich der Olympiapark, der hier München sehr prägt, der in die Welt hinausstrahlt. Deswegen müssen wir aber auch schauen, nach über 50 Jahren, dass unsere olympischen Bauten gut in Schuss bleiben. Und ich bin hier dem Münchner Stadtrat sehr dankbar, dass wir das Olympiastadion jetzt sanieren dürfen, dass wir es auf den Weg gebracht haben, weil es gehört natürlich hier dazu als eine der wichtigsten Veranstaltungslocations und auch verschiedene Sportveranstaltungen. Und es ist immer was los, aber dafür müssen wir natürlich auch das Olympiastadion auf Vordermann bringen. Ja, was ganz klar gemacht werden muss, tatsächlich nach 50 Jahren, ist die Betriebstechnik. Das heißt, alles, was mit Elektrolüftung, Heizung zusammenhängt, das kann man sich sehr gut vorstellen, dass das alles wirklich schon seine Lebensdauer überschritten hat. Und ein zweiter Punkt ist natürlich immer ganz wichtig bei so großen Veranstaltungsstätten, ist der Brandschutz. Heißt, Besucher und Besucher werden nicht so viel merken davon. Es geht letztlich darum, dass das Stadion weiter betrieben werden kann. Aber was auch immer, glaube ich, wichtig ist, wo wir letztes Jahr schon angefangen haben, wo jeder immer was mitkriegt, ist, dass alle Sanitärbereiche auch grundsätzlich erneuert werden. Den ganzen Sommer über gibt es im Olympiapark heuer viel Programm. Theatron, Outdoor-Sportfestival, Disney 100, Annen-Mai-Kantereit. Und Helene Fischer läutet dann den Herbst ein. Und dann geht es nahtlos weiter. Zum Jahresende nochmal für die Rapper 50 Cent ist, glaube ich, wirklich, was die jungen Leute vor allem anspricht. Und unser Night of the Proms, also ein volles Programm bis zum Jahresende. Und nicht zu vergessen, was mir persönlich auch nochmal so wichtig ist, unser Handballtag am 5. November, der ja so ein bisschen Werbung machen soll, auch für die Handball-Europameisterschaft, die dann im Januar in der Olympiahalle stattfindet. Also die Handballfans haben da einiges vor sich. Also da wird einiges geboten. Und viel geboten ist jetzt erstmal auf dem Sommerfestival. Noch bis Sonntag, den 20. August.